Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blood and Wine. Wir haben jetzt den Stein gefunden, den wir praktisch den Unsichtbaren opfern müssen. Ich werde mal ganz kurz schauen. Finde einen Weg zum Ausgang, aber ich möchte ihn noch erst besänftigen. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich nicht ganz. Okay, da komme ich nicht durch. Oh! Oho! Geht's dir gut, Geralt? Läuft, oder? So, und jetzt? Hier nochmal hoch. Ja, wie machen wir denn das? Ein Wasserfall. Fällt nach oben. Was ist hier los? Ja. Das ist echt eine gute Frage. Hier waren wir noch gar nicht. Hier hinten. Nee. Oh, wie kommen wir da hoch? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie können wir das jetzt nutzen, bitte? Können wir das überhaupt nutzen? Finde einen Weg zum Ausgang. Steht da denn noch irgendwas? Also das finde ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Verwirrend. Nö. Crazy, crazy. Crazy, crazy. Nee. Haben wir denn noch eigentlich eine andere Karte? Eine Höhlenkarte? Nö, gell? Das Gefühl, wir müssen irgendwie hoch, aber wie? Da komme ich ja auch nicht hoch. Tut mir leid, vielleicht bin ich einfach nur. Sehe ich wieder irgendwas nicht? Da waren wir doch auch schon. Aber da komme ich ja auch nicht hoch. Ah ne, wir sind von da hinten hochgekommen, gell? Oder? Muss ich da einfach nochmal durch und ich bin falsch gefallen? Kann es sein? Ich weiß es gar nicht so. So. Zeigt es mir auf jeden Fall wieder an.
mal gucken. Okay, das klappt auf jeden Fall auch noch mal. Gehen Sie mal der weißen Linie nach. Hier hoch. Die Felsspitze ist da, wo die Schwerkraft umgekehrt ist. Die Spitze fällt nach oben, wenn sie abbricht. Ich muss nur die Basis zum Einsturz kriegen. Hier, meinen Sie? Das können wir doch, kriegen wir bestimmt mit Druckwelle hin oder so, ne? Das müsste es tun. Und jetzt? Spring ins Wasser. Jetzt bin ich... Okay, ich habe was vergessen. Ganz einfach. Erreiche die Plattform und verlasse die Höhle. Welche Plattform? Welche Plattform? Diese Plattform? Fertig. Jetzt muss ich nur noch den Unsichtbaren in Plauderlaune bringen. Okay, okay. Das machen wir. Das war jetzt echt ein bisschen verwirrend für mich. Eigentlich ganz easy, aber trotzdem nicht so leicht. Oh, ich bin gespannt. Ich glaube, oh, also in die Knie gehen, ihn begrüßen. Hoffentlich weißt du das noch, Geralt. Und den Stein überreichen. Das Juwel oder wie auch immer. Ekelti laut Niama. Greifst nicht an. Hörst du mir zu? Vielleicht. Sprich. Ich komme wegen Detlef. Was, war das für eine Höhle, aus der ich rauskommen bin? Du hast mit, was hast du mit Regis gemacht? Es war ja im Brief gestanden, man soll sich beeilen. Also deswegen... Ich bin wegen Detlef hier. Er ist... Ich weiß, wer er ist. Und? Er hat eine Horde niederer Vampire auf die Stadt gehetzt. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss das nicht. Hilf mir, dann helfe ich auch dir. Es sterben Unschuldige. Detlef bedeutet auch für dich Ärger. Aber wie sollen wir ihm dann helfen? Und warum bedeutet Detlef auch für ihn Ärger? Sterben Unschuldige. Aber ich glaube, dass es fast ein Vampir egal ist, oder? Hilf mir, dann helfe ich dir auch. Du? Ja, eben, keine Ahnung. Wie das? Hängt von dir ab. Ich bin nicht nur ein Mensch, sondern...
Du bist niemand. Zum letzten Mal. Was stört mich, Detlef? Weshalb sollte ich euch helfen? Zum letzten Mal. Oh, muss mich jetzt einmal. Machen wir mal jetzt. Früher oder später macht Detlef dir Ärger. Großen Ärger. Wie das? So wie Kahagma Ärger gemacht hat. Die Leute werden ihn irgendwann umbringen. Das kann noch ein paar Jahre dauern, aber sie finden eine Möglichkeit. Und dann gehen sie auf Vampirjagd. Und sie werden auch dich finden. Und das soll ich fürchten? Nicht, weil sie dich umbringen, sondern weil deine Ruhe dann vorbei ist. Umherziehende Ritter und Magier werden hier aufkreuzen, Tag ein, Tag aus. Vielleicht werden sie sich sogar herteleportieren. Es kommen immer mehr, sei dir sicher. Natürlich wirst du sie umbringen. Dann setzen sie diese Höhlen unter Wasser. Oder holen Pioniere aus Mahakam und sprengen sie. Nein, dieser Ort muss sicher sein. Das Tor. Wie lautet dein Plan? Detlef muss sterben. Wir müssen Detlef überreden, die Stadt in Ruhe zu lassen. Überreden? Oder sterben? Detlef stirbt ja wahrscheinlich so oder so. Aber dadurch, dass wir ja eigentlich, sind wir ihm ja noch gut gestellt und wissen ja noch gar nichts davon. Also würden wir ihn überreden. Wir müssen Detlef überreden, die Stadt in Ruhe zu lassen. Wird er das? Vermutlich nicht. Wir müssen es trotzdem versuchen. Wenn es zum Kampf kommt und du ihn tötest. Bin ich verfemt, das weiß ich. Dennoch bitte ich dich, Detlef herbeizurufen. Wohin? Tesha Mutna. Geht hin. Wenn ich euch dort spüre, rufe ich Detlef. Das heißt, wieder der gleiche Kampf. Verlasst mich. Ja, das machen wir. Schön, mein Lieber, und vielen Dank. Da hängt er. Der Vampir. Vielleicht sollten wir ihm einfach mal eine Vampirella besorgen. Puh, das lief besser, als ich zu hoffen wagte. Naja. Besser, als du zu hoffen? Du machst wohl Witze. Ohne verlangsamten Stoffwechsel wäre ich auf der Stelle tot gewesen. Aber du hast überlebt. Und doch riskierst du dein Leben. Die Frage ist, warum? Dieser Auftrag geht weit über das übliche Handlungsfeld von Hexern hinaus. Ich komme aus der Sache nicht raus, weil Detlef und ich durch Blut verbunden sind. Aber du könntest einfach gehen. Also, mein Freund, warum bleibst du und riskierst deine Haut? Wegen der Belohnung, wegen dir, weiß nicht. Natürlich eigentlich auch wegen ihm, oder? Wegen dir? Du steckst in großen Schwierigkeiten, Regis. Wegen Detlef. Ich hab dich einmal sterben sehen. Das ist genug. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke.
Ich danke dir, Geralt. Sind alle eure Unsichtbaren so gastfreundlich? Das kommt darauf an. Manche sind eitel, andere herrisch. Aber mit den meisten kann man reden. Doch er, jedes Wort hat ihn große Kraft gekostet. Das Gespräch schien ihm Schmerzen zu bereiten. Mir wird klar, dass die Sphärenkonjunktion nicht nur für uns eine Katastrophe war, sondern auch für euch. Für uns Monster. Du kannst dir die Euphemismen sparen. Ich würde sagen, für uns war sie schlimmer. Ihr wart so viele, wir nur eine Handvoll. Wir hatten keine große Wahl. Entweder passen wir uns an, oder wir verbergen uns. Wie er. Meinst du, wir kommen wieder nach Hause? Die Höhle, in die ich geworfen wurde. Ist da das Tor zwischen den Welten? Gewissermaßen. Sie ist nur verschlossen und versiegelt. Geht sie je wieder auf? Meinst du, ihr kommt nach Hause? Ich bezweifle es. Und der Unsichtbare vermutlich auch. Was macht er dann hier? Was ist der wahre Grund? Um beim Bild eines Tores zu bleiben, keine Tür ist je unüberwindlich. Gerüche dringen zum Beispiel durch. Und wenn der Wind weht, kommt auch irgendein Staub durch. Eine reale Spur von Dingen auf der anderen Seite. Nicht viel, aber immerhin. Wie fühlst du dich, mein Lieber? Wie fühlst du dich? Und du? Wie fühlst du dich, wo du jetzt bist? Schlecht natürlich. Geralt, stell dir die unangenehmste Situation vor, in der du dich befinden könntest. Was wäre das? Ich rede jetzt nicht von Schmerzen, die dich an die Schwelle des Todes führen, sondern von etwas, das dir größtes Unbehagen bereitet. Na gut, das wäre wohl ein Hofbankett. Enge Klamotten, jeden muss ich anlächeln und mich an seichter Konversation beteiligen. Und derweil singt Rittersporn eine Ballade über Yennefer und mich, die alle hören. Sehr schön. Jetzt stell dir vor, dass du dort festhängst. Nicht für eine Stunde oder einen Abend, sondern für immer. Und wenn du nur einen Augenblick aus der Rolle fällst, wenn du dich auch nur kratzt, wo die Nähte jucken, brüllt alles um dich herum sofort: Monster, Monster! Sie gehen auf dich los und reißen dich in Stücke. Klingt ermüdend. Verdammt ermüdend. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Zeit, Detlef herbeizurufen. Ja, höchste Zeit. Willst du direkt nach Teshamutna gehen? Gehen wir. Ich will es hinter mich bringen. Einige Zeit später, das wissen wir ja dann auch schon, wie das beginnt. Hübsch hier. Nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Dun Tin in der Ferne. Schade, dass wir aus diesem Anlass hier sind. Ja, sehr schade. Jetzt müssen wir nochmal den Lapp besiegen. Der war so schwer, der war so schwer. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann haben wir natürlich den, diesen Weg sind wir auch gegangen. Danach gucken wir mal. Ich werde mal mit Siela nicht so freundlich eventuell reden. Mal gucken, ob wir ein anderes Ende noch irgendwie bekommen können. Und, okay, ich verrate jetzt noch nicht so viel. Okay, wir machen in der nächsten Folge weiter und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao. Oh, my God.